Auf einen Augenblick, liebe Zuschauer aus Lippertsberg, dem Wesertal und anderswo. Es ist der Sonntag Kantate und wir dürfen nicht singen. Singen verboten! Singen verboten! Denn mit den schönen Tönen kommen leider auch die miesen, fiesen Aerosole zur Verbreitung. Und deshalb gibt es im Moment in der Klosterkirche keine Chorproben und auch keine Konzerte. Singen verboten, singen verboten. Weil das so ist, haben wir uns in diesem Jahr vorgenommen, ein anderes musikalisches Thema zur Kantate aufzunehmen. 2021 ist nämlich auch das Jahr der Orgel. Die Landesmusikräte, das ist ein Dachverband aller Musikschaffenden in Deutschland, möchte die Aufmerksamkeit in diesem Jahr auf dieses große Instrument richten, das untrennbar mit dem kirchlichen Gottesdienst verbunden ist. In der Lippertsberger Klosterbasilika hat schon einmal die Orgel den Gesang abgelöst. Früher haben sich hier die Nonnen versammelt auf der Empore, 6-mal am Tag zu Stunden gebeten. Das waren Andachten, die den Tageslauf begleiteten, mal als Weckruf, mal als Chill-out, aber immer mit Gesang. Als dann die Reformation im 16. Jahrhundert hier Einzug hielt, da endete diese große Gesangstradition der Gregorianik und es kam die Orgel. Darüber kann uns natürlich viel besser Martin Seimer etwas erzählen, der Kantor und Organist hier an der Klosterkirche. Martin, was ist das für ein großes Instrument, das wir zwar gewaltig hören, das aber doch die meisten Menschen kaum aus der Nähe einmal betrachten können? Nun, wie der Name Orgel schon andeuten lässt und der alte Name Organum, das man auch deutlicher macht, ist hier was zu organisieren, was in der frühen Zeit der Kirche von Mönchsgemeinschaft, von Chören und Priestern gesungen wird, mehrstimmig, das kann hier einer alleine spielen. Und das zu organisieren, das zusammenzufassen, einer alleine spielt das, das hat den Begriff Orgel geprägt. Die Hochzeit der Orgel allerdings, die ist dann erst im 16., 17. bis Bach im 18. Jahrhundert, wo nach der Reformation das allgemeine Singen so unter die Leute gekommen war und dann nicht nur in Gottesdiensten, sondern auch zu geistlichen Abendmusiken, dass dieses Singen nur entfaltet wurde mit reichen Bearbeitungen zu den Chorälen und Liedern und dann allmählich auch die freie Musik einsetzte, unabhängig vom Lied einfach aus Spielfreude heraus zu komponieren. Und da große Komponistennamen wie Dietrich Buxtehude und Johann Sebastian Bach stehen dafür, dass gerade in Norddeutschland das richtig Fahrt aufnahm. Es war was Innovatives, was die Kirche neu entwickelt hat. Und alle Leute strömten dahin, um nicht nur zum Gottesdienst, sondern auch zu festlichen, andächtigen Abendmusiken Musik zu hören. Und da klang auch was Freies, nicht nur Choralbundenes, wie zum Beispiel solche Musik. Aber hier unsere Orgel, die sieht recht neu aus, irgendwie viel moderner. Von wann ist dieses Instrument? Dies hier ist im Kern noch eine romantische Orgel aus dem 19. Jahrhundert, die von der Firma Euler 1878-79 aufgebaut wurde. Ob es vorher schon eine gab, hier weiß man nicht. Allerdings hat sie der Enkel dieser Erbauer in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts nochmal umgebaut. Da hat sich einiges verändert und wir würden auch gerne heute noch was verändern, aber wir nehmen sie jetzt, wie sie ist, eine gute alte Dame. Wir werden gleich noch ein Orgelstück hier hören. Was ist das? Was spielst du? Ich habe jetzt hier ein Stück in Arbeit namens Raphael, ein Engel, der ein wenig beklagt, dass er nicht selber singen kann, sondern heute die Orgel dafür singen lassen muss. Also bleiben Sie dran, passen Sie auf sich auf und bleiben Sie behütet.